So, hey zusammen, hier ist wieder der Wiesent und heute zeige ich euch alles, was wir derzeit über Terraria Otherworld wissen. Vor kurzem gab es nämlich eine große Veränderung, die einen wichtigen Einfluss auf das Ganze haben könnte. Im Hintergrund werdet ihr ein paar Trailer und Vorschaubilder vom Spiel sehen, damit ihr mal eine Vorstellung habt. Wir haben es in unserem Let's Play ab und zu mal erwähnt, aber ich wollte doch nochmal ein eigenes Video dazu machen. Also Terraria Otherworld ist ein Spin-Off-Spiel von Terraria. Das heißt, dass es nicht unbedingt eine Fortsetzung oder ein zweiter Teil von Terraria ist, sondern eine Art Nebenspiel. Die Entwickler von Terraria, WeLogic, stand während der Entwicklung von Terraria vor einer Entscheidung. Wollen sie Terraria eher wie ein Rollenspiel machen oder doch eher komplett auf Sammeln und Aufbauen gehen? WeLogic hat sich für das Sammeln und Aufbauen entschieden und daraus ist Terraria entstanden, wie wir es heute kennen. Doch was wäre gewesen, wenn Terraria doch ein wenig mehr wie ein Rollenspiel gewesen wäre? Genau diese Frage soll Terraria Otherworld beantworten. Also Terraria Otherworld wird wahrscheinlich ziemlich ähnlich werden wie Terraria. Immer noch 2D, immer noch ähnliche oder manchmal sogar dieselben Waffen wie in Terraria, immer noch Herz und Mana, die man erweitern kann, immer noch verschiedene Biomen und Höhlen, immer noch bauen, erkunden, abbauen, craften und so weiter. Nur halt sieht Terraria Otherworld ein bisschen anders aus. Also ich finde ja, dass Terraria Otherworld besser aussieht als das eigentliche Terraria, aber wie ihr das findet, ist natürlich eure Meinung. Jetzt rechts oben bei dem i könnt ihr abstimmen, was ihr findet, das besser aussieht. Da bin ich ja mal auf die Ergebnisse gespannt. Nur das, was Terraria Otherworld anders macht, ist, dass es viel mehr Quests, also Aufgaben, geben wird. Man kann die ja zurzeit bei Terraria bei dem Angler-NPC sehen. Der gibt einem täglich immer neue Aufgaben. Und so etwas ähnliches soll es öfter in Terraria Otherworld geben. Und man kann in einem Screenshot auch sehen, dass jemand sein Schwert aufgelevelt hat. Also wird es auch eine Art Level-System geben. Auch hat Terraria Otherworld eine eigene Story. Oder halt sowas ähnliches. Er spielt in einer Welt, in der das Verderben schon fast überall hin verbreitet ist. Ihr müsst zusammen mit einer Gruppe von Überlebenden, also den anderen NPCs, versuchen, das Verderben weiter wegzudrängen. Da wird es auch viele neue Wege geben, das zu machen. Also versteht mich nicht falsch, man kann immer noch neue, zufällige Welten erstellen. Nun sind die halt von Anfang an fast komplett verdorben. Das kann man auch irgendwie im Logo von Terraria Otherworld sehen. Alles ist verdorben, bis auf die Mitte. Und in Terraria spawnt man ja auch immer in der Mitte von der Karte. Und genau da ist auch ein Kristall. Und in einem Trailer kann man sehen, dass eine Maschine diesen Kristall verwendet, um das Verderben weiter wegzudrängen. Klingt cool, nur wann wird das Spiel dann eigentlich rauskommen? Tja, das ist so eine Sache bei Otherworld. Angekündigt wurde es nämlich in 2015. Es sollte auch 2015 rauskommen. Und jetzt haben wir 2017. Ja, das hat nicht so ganz funktioniert. Damals war Engine Software damit beauftragt, Terraria Otherworld zu entwickeln. Engine Software sind diejenigen, die Terraria für Konsole gemacht haben. Irgendwann im Juli 2016 hat WeLogic dann gesehen, dass Terraria Otherworld hinter dem Zeitplan war und dass das Spiel generell in eine andere Richtung gegangen war. Dann wurde ein anderer Hauptdesigner für Terraria Otherworld eingestellt und jeder hat gehofft, dass das Spiel dann wieder in eine richtige Richtung gehen würde. Das hat dann auch nicht ganz funktioniert und irgendwann Ende 2016 oder Anfang 2017 wurde Engine Software dann von dem Projekt entlassen. Jetzt im April 2017 hat WeLogic angekündigt, dass Pipework Studios jetzt Otherworld weiterentwickeln wird. Terraria Otherworld wurde auch ein neues Logo bekommen. Pipework Studio entwickelt ja auch die mobilen Versionen und Konsolenversionen ab 1.3 für das normale Terraria. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, in dem ich genau darauf eingegangen bin. Da stellt sich jetzt die Frage, wenn Pipeworks jetzt neben den Konsolen und mobilen Versionen von Terraria jetzt auch noch Otherworld machen muss, wird es dann noch länger dauern? Wahrscheinlich nicht, da Pipework Studios jetzt neue Mitarbeiter eingestellt hat, damit das eben nicht passiert. Natürlich wird es noch ein wenig dauern, bis Pipeworks sich in Otherworld eingefunden hat, aber dann sollte die Entwicklung schneller voranschreiten. Wann es ungefähr rauskommen wird, ist immer noch unklar. WeLogic will nämlich ein qualitativ gutes Spiel machen, auch wenn es eben lang dauert. So etwas ähnliches haben wir auch schon mal früher gesehen. Wenn ihr mein Video zu den 1.3 Versionen für Konsolen gesehen habt, dann wisst ihr, dass Engine Software ja früher die Konsolenversionen vor 1.3 gemacht haben. Dann wurden sie auch entlassen und Pipework Studios hat die Entwicklung für Konsolen übernommen. Auch hat WeLogic gesagt, dass sie aus Respektgründen nicht genau alle Fragen über das Ganze beantworten wollen. Aus Respektgründen. Also ich glaube, dass es eine Art Streit oder eine kleine Auseinandersetzung zwischen WeLogic und Engine Software gegeben hat und dann Engine Software rausgeworfen wurde und Pipework Studios alles übernommen hat. Denn wenn es so einen Streit gibt oder so, wollen die wahrscheinlich nicht drüber reden, deshalb sagen sie aus Respektgründen, reden sie nicht darüber. Denn Pipework Studios und WeLogic arbeiten ziemlich gut zusammen, da das Qualitätsteam von WeLogic auch bei Pipeworks ist und Pipeworks große Fans von Terraria selbst sind. Also jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, dass Engine Software jetzt schlecht ist oder so, weil ich habe auch Terraria für 1.3
Und das läuft eigentlich ziemlich gut, bis auf ein paar kleine Fehler. Und die wurde halt auch von Engine Software gemacht, also ich denke nicht, dass die schlechte Entwickler sind oder so, aber wahrscheinlich gab es dann einen anderen Streit oder sowas. Aber ich bin jetzt zuversichtlich, dass Terraria Otherworld schnell entwickelt wird und dass am Ende noch alles gut ausgehen wird. Aber was sagt ihr zu dem Ganzen? Wie findet ihr Terraria Otherworld? Werdet ihr es euch holen? Schreibt es mal in die Kommentare, weil das würde mich echt ziemlich interessieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch meinen Kanal abonnieren und mir auf Twitter und Instagram folgen. Denn dort verpasst ihr keine Neuigkeiten über Terraria oder Terraria Otherworld mehr, weil ich werde euch immer über alles auf dem Laufenden halten. Jetzt gibt es für euch noch unser Terraria Let's Play von der Tremor Mod oder mein Video zu den Versionen 1.3 auf Konsolen und Handys. Auf jeden Fall danke Leute fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.